Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge der Stardew Valley. So, letzte Folge haben wir unseren Opa kennengelernt, der unsere Statue da gelassen hat, damit wir farmen können. Ich überlege, wir haben 12 Uhr. Was macht eigentlich das Horoskop heute? Ich habe nicht gehabt, den Fernseher angeschaut, verdammt. Ich habe schon abgegeben. Bei jedem Menge Sarko gekauft, müssen endlich unserem Farm. Vor allem mal bringen, soll anpflanzen. Ich denke, dass wir dann wirklich was bringen. Kartoffeln ist ja gut fürs Fischen. Wobei es wie sieht aus, gibt's denn aus hier. Ich habe es auch mal vorhin mal Harvest Moon angetestet und ich muss sagen, es ist nicht schlecht so zwischendurch, aber es ist nicht ganz. Ja, es fühlt sich nicht so flüssig an zum Spielen wie Stardew Valley. Ich merke schon, Stardew Valley ist auch für den PC eigentlich geschaffen, auch entsprechend eingestellt und Harvest Moon ist eher für Konsole, heißt das ganze, die ganze Steuerung ist auch nicht so fluffig wie hier bei Stardew Valley. Das muss man wirklich dem her bemängeln. So, das machen wir mal. Wir haben alles abreißen hier. Natürlich genau jetzt, wo ich aufnehme, ist wieder ein Heidenkrach draußen. Wie soll es nicht anders sein? So. Falsch, hier. Ah, die kleinen Sprinkler müssen wir eh schauen, was wir mit denen machen. So, Iridiumsprinkler. Also, Iridiumsprinkler, die tun ja vier rundherum bewässern. Heißt so. Dann wird das hier bewässert, das wird bewässert, das vom nächsten und hier wieder einer. So. Dann gleich hier runter, hier wird bewässert. Ich lege gerade jetzt. Doch, die Vorschau kann ich bitte stellen. Hier wird bewässert, hier auch, hier auch, hier auch, hier kommt dann. Hallo Ente! Ich mag das hinbauen da. Danke vielmals. Habe ich für die Tiere machen das extra, dass sie immer genau dahin gehen, wo man die Sachen pflanzen möchte. So. Der Acker, der wäre mal. Hätte ich gerade eine Platte bauen können, warte mal kurz. Ich muss mal kurz Stein Inventar nehmen. Wir haben Stein Inventar. Da muss ich kurz das Gas weglegen. So. Steinboden. Tun wir jetzt diesen Steinboden da rein. Unglaublich, ich muss sogar weghauen noch, okay. Aber in dem Fall zweimal. So. 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 Und die anderen hat auch einen Sinn, weil wir können so nämlich direkt auch eventuell Riesengemüse bekommen, wenn wir Glück haben. Wenn wir Glück haben. Okay, unsere Kühe sind hier auch überall. Okay, das Problem, wir müssen echt schon schauen, dass ich das irgendwie hinkriege, dass die nur noch an einer Ort und Stelle sind. So, ich wollte das verkaufen. Was soll ich denn verkaufen? Ich habe gar nichts zum Verkaufen. Aber ich ärgere mich immer noch, dass da alles wieder weg ist, was wir da gearbeitet haben. Das ist echt schade. So. Gut, ich würde sagen, wir tun mal Blumenkohl ansehen. So, wir haben 100 Blumenkohl. So. Ich weiß, ich fliege gleich wieder den Tag, aber ganz ehrlich, ich habe ein Publikum schauen. Vielleicht können wir ja doch noch alles ansehen. Es war ja schon extrem viel Zeit jetzt hier, das überhaupt anzusehen. Mal kurz hier rüber, so. Okay, wenn ich das jetzt hier abgrase, kriege ich dann das Gras auch?
Bin ich gespannt. Nein, anscheinend nicht. Da muss ich echt so rasen. So, okay. So, okay. Und nochmal ein Strich hier drüber. Hallo? Oh, unglaublich. Da muss ich blöd irgendwie genau im Weg laufen. Ah. Bambi, komm, lass das. Ich wollte mich einfach verarschen, ey. Weg mit dir, geh aus dem Weg. Hallo? Boah, ich muss echt schauen, dass meine Tiere irgendwie festgenagelt werden oder so. Keine Ahnung. Boah, ist das übel. Okay, warte mal kurz. Wir gehen mal kurz runter. Anscheinend hat die Kuh sich da oben, ja, versteckt. Ich hatte die gar nicht im Visier. Gut, dann mal das rein. Trüffel rein. So. Milch rein. Okay. Käse raus. Okay, so. Dann pflanzen wir den Blumenkohl an. Jetzt ist die Frage. Wohin setzen wir die Vogelscheuchen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir hier einsetzen müssen. Wir könnten ja eigentlich... Wollen wir einen Weg machen? Komm, wir machen so einen Weg. Und dann baue ich ein bisschen mehr Platten noch. So, und dann baue ich Platten hier rüber. Also jetzt geht das, oder? Ne, es geht nicht. Okay. Ich habe mich so echt gewundert, wenn das gegangen wäre. Kann ich ja auch aufziehen? Ne, das geht natürlich nicht. Warum auch? Wie viel decken die Vogelscheuchen ab? 8 Fälle ungefähr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das heißt, ich müsste hier eigentlich eine Vogelscheuche drin sein. Boah. Ist echt scheiße irgendwie, ne? Weil ich möchte natürlich möglichst viele Megacrop-Felder kreieren. Genau 4x4 nur. 4x4. Müsste ich außerhalb platzieren, die Vogelscheuchen. Stell mich außerhalb hin. Okay, ich habe mich gerade dafür geeinigt. Dann kurz schauen, wo wir nächste. Ich muss glaube ich jetzt das Platz machen ein bisschen. Wurde Ente fast eins über den Kopf gehauen so. Dann haben wir hier 1, 2, 3, 4. Kommt hier die nächste rein. Zack. Habe ich eine Sprinkler noch irgendwo auf Reserve? Nein, gerade nicht. Da kommt er jetzt noch. Und hier rüber. So. Okay, jetzt weiß ich, was ich verkaufen wollte. Ich wollte einen normalen Sprinkler verkaufen. Das war's. Jetzt kommt's wieder ans Tageslicht. Unsere Pläne. Normaler Sprinkler. Da. Zack, weg damit.
Klar, es gäbe eine Möglichkeit, die zu upgraden, aber ganz ehrlich, komm. So. So, okay, jetzt den Spinker hochnehmen, lieber so. Zack, 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 so. Dann machen wir die Vogelscheuche. Die stellen wir hier hin. So. Und dann. 1, 2, 3, 4, hier, so. Okay, und. Es ist schon wieder so spät, ey, unglaublich. Wenn man die Sachen hier mal zurechtbiegt, geht es immer so ewig. So, okay. Dann kommt hier auch noch. Ich mache hier auch eine Platte ran. So. Jetzt haben wir hier einen Weg. Okay. Eindeutig zu viel. Spinnkeran hier, so. Vogelscheuche kommt hier hin, so. Gut. Hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen was umstellen noch. Denke ich mal. Okay. Dann nochmal Saatgut. Okay, ich habe echt hier Kampf mit meinen Tieren. Ich hoffe mal, die fressen mir nicht auch die Saat ab. So wie sie Rahmen machen können und so. Sonst wäre ich ja nicht so erfreut, wenn das meine eigenen Tiere machen würden. Ich hätte ja besser innen durch das gepflanzt, wahrscheinlich schleuer gewesen. Okay, warte mal, hier kommt auch noch einer hindern. So. Einen Stein habe ich, den kann ich ja gleich umformen. Dann war noch Sprinkler. Sprinkler. So. Okay, hier kommt noch eine Axt, die Axt ins Spiel. Ah, Mann. Aber weg. So. Sprinkler und Sprinkler. So, dann wieder mal düngen. So, dann die Blumenkohl rein. Okay, haben wir noch einen Vogelscheuch übrig? Haben wir noch mehr übrig sogar? Ich glaube, wir tun die sogar ein bisschen hier hinstellen, einfach weil wir es können. Nein! Nicht da! So. Und dann, ja klar, hau ich doch einfach wieder mal unsere Farm zu Brei. Ach, schon wieder, ey. Wisst ihr, das sollte man eigentlich machen, wenn es nicht beherrscht. So, okay. War ein schöner Weg. Wieder bereits Nacht, ich sehe schon, dass es dunkel wird. So, dann tun wir die Kartoffeln an. Die konnten wir mehrmals ernten. Nee, die mehrmals nicht, aber. Aber es kam mehr raus pro Mal. Okay, jetzt kommt schon die Nachtsaunkulisse. Die Zirpen fangen schon an zu spielen. Boah, ich habe so viel. Kann ich da nicht auch irgendwie so mehr auf einmal sehen? Das wäre doch was. Na komm schon.
Ich möchte, dass morgen gleich alles begossen wird. Vielleicht kriege ich mir das auch noch hin, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. So. So, hier 100, so. Eigentlich müsste ich ein paar Kartoffeln noch anpflanzen drinnen. Aber ich kann aus dem Sarg holen was rausziehen dann. So. Okay, jetzt haben wir noch, was für Saatgut? Noch Zwiebeln. Ja, noch mehr. Grünkohl auch noch. Knoblauch. Okay, suche ich mal ganz kurz Sachen noch zu gießen. Geh kurz rüber. Es geht doch langsam die Zeit uns weg. Wenn wir sie noch gießen könnten, hätten wir einen Tag gespart. Es fehlen eh noch etliche Seeds, müssen wir noch ziemlich umbauen. Die haben wir gesehen. Aber schon cool, mit Iridium Gießkanne kann kommen schon einiges weiter jetzt, als wir früher gekommen wären. Die normalen. Weil wir gleich halt 18 Felder auf einmal gießen können. Macht doch schon einen deutlichen Unterschied. Wenn man nur 1 oder 2 oder so gießen kann, oder 9. So. Und das letzte Mal auch. Ja, super. Wie ich natürlich die Mitte getroffen habe. Okay, so. Dann gehen wir noch in den Keller. Und tun noch ein paar Fässer bauen. So viel Käse eigentlich. Was das wirklich bringt, wir haben so viel Käse. Eigentlich müsste mir fast. Mal schauen, wie viel Fässer wir kaufen können. Doch nur einige. So, noch mehr Fässer. Habe ich noch Käse genug? Ja, habe ich noch. Okay, noch 3 wären gut. Wir können noch 2. So. Okay. So, kurz schauen. Wir haben hier. Okay, sind noch 2. Wow, Bomben. Kann ich hier die Fässer wohl in die Luft? Ja, wahrscheinlich schon, ne? Ich werde mal hier eine Kiste reinpacken. Was besser als hier im Eingang. Ich hatte Sachen rein tue, die noch nicht verarbeitet sind. Wein zum Beispiel. Gut. Okay, gehen wir ins Schlafen, gehen wir ins Bett. Ist ja schon wieder Zeit, die Folge ist ja auch zu Ende, sehe ich gerade. Wow, okay. Sehr schön. Sehr, sehr, sehr gut. War schon besser, aber immerhin.
Gut, und das war's dann für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da. Und dann bis morgen. Bis dann. Bye-bye. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.